Ja, es soll heute um das Halteproblem gehen und wir wollen nachweisen, dass das Halteproblem nicht entscheidbar ist. Das Halteproblem ist verwandt mit zwei anderen Problemen, die wir kennen, eventuell der Barbier von Sevilla oder auch die raschische Antinomie. Und ich habe persönlich das Halteproblem mit den Turing-Maschinen, das habe ich alles nicht verstanden, deswegen werde ich das Halteproblem anders machen. Ich werde es mit Turbo-Pascal oder Turbo-Pascal-ähnlichen Programmen machen. Es geht bei den Programmen also darum, nur ob die Programme bei einer bestimmten Eingabe anhalten oder nicht. Es geht nicht darum, dass sie überhaupt etwas tun. Die Programme tun entweder eine Endlosschleife landen oder sie tun einfach nichts und enden dann. Ich beginne mit einer Prozedur. Prozedur ist ein Unterprogramm. Prozedur A, das als Übergabe einen Integer hat. Ein Integer ist eine ganze Zahl. Und es soll Folgendes machen: if x gleich 5, then while true do skip. Jetzt ist die erste Frage, was bedeutet while true do skip? Was ist das? Was ist das, while do? Das wissen Sie nicht. Das ist eine Endlosschleife. Also solange war, war ist, mache nichts. Skip heißt tu nichts. Und das heißt, das ist also, das können Sie übersetzen auch mit Endlosschleife. Else skip. Skip heißt tu nichts. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, was passiert, wenn ich die Funktion a mit dem Parameter 3 aufrufe. Was passiert da? Ja? Es wird geskippt und dann beendet. So ist es. Das heißt, wir machen Skip, also wir tun nichts und beenden. Das macht a von 3. Jetzt, was macht a von 5? Ja, bitte. Es kommt in die Endlosschleife. So ist es. Also das heißt, da mache ich Endlosschleife, das heißt, das Programm bricht nicht ab und ist übersetzt beim Computer, würde man sagen, es hängt sich auf. Gut, das haben wir verstanden und wir nehmen jetzt an, das ist das Halteproblem, es gäbe eine Prozedur, die heißt H und H bekommt zwei Eingaben. Nämlich zunächst bekommt H die Eingabe eines Programmes. Da schreibe ich P vom Typ Programm. Und es ist klar, Sie können Programme als Eingabe nehmen, zum Beispiel bei einem Compiler. Ein Compiler ist ein typisches Programm, das als Eingabe ein anderes Programm hat. Das ist also Compiler. Was ist ein Compiler? Wissen Sie nicht? Das ist ein Übersetzungsprogramm. So, und das Programm H soll ein Programm als Eingabe haben und eine Eingabe. Die Eingabe, die das Programm bekommt. Und die Prozedur H soll entscheiden, ob P angewendet auf die Eingabe, E von Eingabe, hält oder nicht. Ein Programm, das hält, heißt, es wird hier so eine normale, ein normales, eine normale, kommt zu einem normalen Ende. Und ein Programm, das nicht hält, hat sich in einer Endlosschleife aufgehängt. Ja, und das heißt, dieses hier soll entscheiden können, ob P, das Programm P, bei der Eingabe E hält oder nicht. Das soll das entscheiden. Also machen wir jetzt mal ein Beispiel. Wenn es diese Prozedur H gäbe, stellen wir uns vor, dann würden wir jetzt hier HA von 3 berechnen können. Was wäre HA von 3? Schauen Sie, das haben wir hier uns überlegt. Also ich habe als Übergabe dieses Programm hier und als Eingabe die 3. Ja? Also es würde eben ausgehen, dass es sich nicht aufhängt. Das wäre true, also ja, wahr. Das heißt, wie gesagt, es wird beendet. Also halte heißt, hält P mit der Eingabe ja oder nein. Und das heißt, es oder nicht mache ich weg. Soll entscheiden, ob P abhängig von E hält. Also würde ich sagen, HA von 3 hält. Warum? Ja, weil A, wenn ich da die 3 einsetze, weil das ja hält. Gut, jetzt gehen wir das andere. HA von 5. HA von 5, was sollte das sein? Letzte Reihe bitte. Gut, und das wäre also false. Ja? Also weil, wir haben ja gesehen, wenn ich A von 5 aufrufe, dann hängt sich das Programm auf. Ich komme hier in diese Endlosschleife rein. Also wir nehmen an, dieses Programm gäbe es, dann hätte es genau diese beiden Ausgaben bezogen auf das Programm, was wir hier betrachtet haben. So, und jetzt baue ich ein anderes Programm.
Und zwar, das soll Y heißen. Das habe ich hier begonnen. Und Prozedur Y bekommt ein Programm als Parameter. Und die Idee ist, dass ich dann sage, if H von P, P. Also das heißt, ich nehme als Übergabe, also als Programm, das Programm, was hier übergeben wird, und als Eingabe nehme ich auch das Programm, das übergeben wird. Quasi so wie eine Art Compiler, der sich selbst kompiliert, so wie Sie das ein bisschen vorstellen. If HPP gleich true, also wenn das hält, ja, then while to do skip, also wenn das hält, dann mache Endlosschleife. Okay, ist ja nicht das Problem. Else, also wenn das nicht hält, else skip. Also skip war ja die Situation, also skip heißt ja beides mal tu nichts. Das war hier die Situation, dass wir gesagt haben, okay, hier haben wir das normale Ende eines Programmes und hier muss ich den Computer dann quasi zurücksetzen. Und das ist unsere Prozedur Y. Und wir schauen jetzt, was passiert, wenn wir H auf 2 mal Y annehmen. H von Y. Y, also H, angewendet auf das Programm Y, und Y bekommt sich selbst als Parameter, was ja geht. So, und jetzt ist die Frage, ist H von Y true oder false? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Also ist H von Y, ist das true, also wahr, tut das? So, also in diesem Fall, wenn H von Y wahr ist, ja, dann passiert ja Folgendes, wenn ich Y von Y aufrufe, ich rufe jetzt mal Y von Y im Geiste auf, dann komme ich hierher und überprüfe H von Y, und das ist ja true. So, wenn das true ist, gehe ich in eine Endlosschleife. Das heißt, Y von Y wird, wenn das true ist, in eine Endlosschleife gehen. Und was bedeutet das? Das heißt, Y von Y hält nicht. Es hält nicht an, weil ich eine Endlosschleife bin. Also das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und das kann nicht sein, schreiben wir in der Mathematik immer mit so einem Blitzchen. Und das Blitzchen darf ich ja im Abi nicht mehr schreiben. Also mache ich es rot. Okay, also das kann nicht sein. Also H von Y, Y ist nicht true. Weil sonst würde ja Y von Y hält ja dann nicht, weil wir dann hier reingehen. Also muss das zweite sein. H von Y, Y ist also dann wohl false, also falsch. So ist false. Wenn das false ist, ja, dann gehe ich hier rein, dann rufe ich Y von Y auf. Und Y von Y geht hier nicht rein, weil H von Y, Y ist ja false, das steht ja hier. Also gehe ich nach hier und mache Skip und bin fertig. Das heißt, in dieser Situation hält Y von Y. Also Y von Y hält, wenn das H false ist. Und das ist aber ein Widerspruch zu dem hier oben, weil hier steht ja eben H von Y, Y ist false. Weil es soll ja eben nicht halten. Das ist ein Widerspruch. Das heißt, wir können bei dieser Situation A von diesem Programm Y, Y ist so nicht, ist nicht entscheidbar. Das ist nicht entscheidbar. Und das bedeutet konkret Folgendes. Das bedeutet eine Prozedur der Form H, das für alle Programme und alle Eingaben entscheidet, ob ein Programm auf die jeweilige Eingabe anhält oder nicht, kann es nicht geben, weil wir dieses einfache Programm schon nicht entscheiden können. Und das bedeutet weiterhin, dass es Probleme gibt, die man sich ausdenken kann. Das ist ja ein erdachtes Problem. Dass es Probleme gibt, die man erdenken kann, die man nicht programmieren kann. Und das ist eben das Beispiel des Halteproblems. Also das Halteproblem können wir eben an der Stelle, also diese Prozedur kann es nicht geben.